Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Skikanal. Mega cool, dass du eingeschaltet hast. Wie du siehst, ich stehe hier gerade im Skigebiet im Sonnenschein und hier im Hintergrund ist das wunderschöne Inntal. Und bevor das Video losgeht, möchte ich ganz kurz meine Beweggründe schildern, warum ich jetzt wieder eingereist bin nach Österreich und Skifahren gehe, obwohl gerade so eine angespannte Lage ist. Ich habe euch auf Instagram und auch auf meinem Skifahrerstammtisch hier auf YouTube gefragt, was soll ich machen? Soll ich in Deutschland bleiben, in Lockdown bleiben, nichts machen, die Füße stillhalten oder soll ich hier nach Österreich fahren, um Content für euch zu kreieren, dass ihr ein bisschen träumen könnt? Und viele haben geschrieben, hey, finden Sie jetzt nicht so cool, wenn ich jetzt rübergehe, beziehungsweise das haben sie gar nicht mal geschrieben, sondern haben geschrieben, viele Leute könnten es als nicht angebracht auffassen. Das wurde mir so geschrieben. Und viele andere Follower, auch viele Kunden von mir, die schon auf den G-Camps und Coachings waren, haben gesagt, hey Julian, wir wollen mal aktuelle Bilder vom Schnee haben, wir dürfen selber nicht raus, wir halten uns dran, aber wir möchten gerne mal wieder ein bisschen vom Skifahren träumen, wenn wir selber schon nicht Skifahren können. Aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus betrachtet, ist das hier mein Beruf. Ich bin Skilehrer, ich bin Content Creator und wenn ich zu Hause bin, verdiene ich natürlich auch nichts. Und in meinem Fall ist es so, dass ich gerade keine Wirtschaftsleistung bekomme, keine Nothilfe bekomme, einfach weil ich da noch nicht tief genug bin. Also ich müsste eigentlich dann noch weniger verdienen, als ich es jetzt ohnehin tue im Vergleich zum Vorjahr. Und aus diesem Grund und auch deswegen, weil ihr mir geschrieben habt, dass ihr das gut finden würdet und es nicht negativ auffassen würdet und euch auch an die Verordnungen halten werdet, auch wenn ich Ski-Content mache, habe ich mich entschieden, hier rüber zu fahren. An alle, die jetzt sagen, hey, ich mache es dem Julian gleich, mein Appell an euch, bitte versucht die Kontakte zu reduzieren, macht nur das, was euch erlaubt ist und vielleicht nochmal 10% mehr, dass wir das Infektionsgeschehen so schnell wie möglich reduzieren können, dass wir alle wieder ganz normal unterwegs sein können. Und bis dahin bin ich gerne bereit, mich hierher zu begeben und auch Content für euch zu produzieren, dass ihr dann, wenn es wieder losgeht, auch am Start seid. Das dazu. Ich hoffe, ihr versteht da meinen Standpunkt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon denkt. Und heute, im heutigen Video, geht es um meine skifahrerische Entwicklung ein Stück weit. Wenn ihr meine vorigen Videos kennt, arbeite ich konstant an meiner Skitechnik. Mein Ziel ist es, die beste Version meiner selbst in allen Lebensbereichen zu werden und so auch in der Skitechnik. Und mir ist aufgefallen, dass ich den einen Schwung etwas besser fahre als den anderen. Und daran habe ich jetzt gearbeitet. Und eine Sache, die ich gemacht habe, ist, einen neuen Skischuh mir anzuschaffen und dann das Canting des Skischuhs einstellen zu lassen. Und ob das jetzt besser geworden ist, das könnt ihr gerne mal in den folgenden Aufnahmen nachvollziehen. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, Freunde der gepflegten Skiunterhaltung, was meint ihr? Von meinem Gefühl und was ich gesehen habe, ist es jetzt deutlich besser gewesen. Ich bin besser in die Kurven reingekommen, die Kurven sind symmetrischer geworden und es fühlt sich auch besser an. Ich habe das Gefühl, dass ich besser und schneller den Ski aufkanten kann und so auch schönere Schwünge fahren kann. Die Canting-Einstellung ist das eine. Natürlich habe ich auch versucht, physisch dahin zu kommen, dass es symmetrischer wird, dass ich Disbalancen ausgleiche. Und wenn euch das interessiert, wie ich das angegangen bin,
dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann mache ich da auch mal super gerne ein Tutorial. Was ist eigentlich die Canting-Einstellung? Da geht es dann darum, dass das Knie, wenn man im Skischuh steht, genau im Lot ist zu dem Fuß. Dass es nicht nach außen oder nach innen zeigt, sondern dass das Knie wirklich, wenn man einen Fall dran machen würde, genau in die gleiche Richtung zeigt wie auch der Fuß und nicht, wie gesagt, nach innen oder außen fällt. Zudem teste ich heute auch ein neues Produkt, was in meinen Skischuhen drin ist. Eine Sensorsohle. Ist ganz, ganz interessant, weil man da Lifetime-Feedback bekommt. Aber bevor ich das euch weiterempfehle, will ich das erstmal ausgiebig testen, dass es dann auch wirklich ja, Hand und Fuß hat. Also fahren wir mal ein bisschen weiter. Ja, Freunde, es ist so gut, wieder auf Skiern zu stehen. Es macht so viel Spaß. Ich möchte aber natürlich kein Öl bei euch ins Feuer gießen. Ich habe jetzt eben mal die Sohle ausgewertet, die Daten ausgewertet. Und da wurde mir gezeigt, dass die Schwünge noch nicht ganz symmetrisch sind. Aber was interessant ist, ist, dass er mir genau sagt, welche meine Zuckerseite ist oder meine Schokoladenseite ist und welche nicht. Und das stimmt auch damit überein, was ich sonst schon so an Feedback bekommen habe. Also da kann ich mich auf jeden Fall noch verbessern. Ja, Leute, ich nehme euch nochmal mit auf eine Abfahrt. Ja, Freunde der gefickten Skiunterhaltung, das war es schon wieder mit dem Video. Kurzer Clip, ein kurzer Vlog. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt noch von mir gerne sehen wollt. Ob es jetzt Technik-Tutorials sind oder mehr über Skimaterial oder einfach Videos, wo ich euch zum Skifahren mitnehme. Oder auch Challenges, ist auch ein Thema, was man auch super mit der Sohle machen könnte. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr über euren Daumen nach oben. Und natürlich ganz, ganz wichtig das Glöckchen. Und jetzt auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für den ganz, ganz großen Support in der letzten Zeit von euch oder allgemein von euch. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ohne das wird das hier alles nicht funktionieren. Okay, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut, euer Julian.